Saugbord oder so? Bei mir ist es heute nicht, sonst bin ich ja mal der, wo man die Geräusche eines Staubsaugers hört. Nein. Okay. Ach du Schande. Bei mir wird weder gesaugt, noch gestaubt, noch gesaubstaubt, noch ge... Staubputzt. Noch sonst irgendwas. Aber gespielt. Absolut. Ich hub einfach mal die Ampel an. Vielleicht wird sie dann schneller grün. Ja. Hat jetzt geklappt? Nö. Kam mir eher noch länger vor. Ah, hier sind wir wieder im Landkreis Osnabrück und man sieht die typischen Wetterwolken für Osnabrück. Grau. Zurzeit geht's doch eigentlich. Der Himmel. Ja, im Moment geht's einigermaßen, aber meistens haben wir ja Regenwolken. Niedersachsens Regenhauptstadt übrigens ist Osnabrück. Es kommt auch noch was Wissenswertes dazu. Ich hätte dich nicht mit in die Aufnahme nehmen sollen. Au. Ich habe selbiges Problem wie eben. Umgekippt? Aber diesmal auf voller Länge. Transinet. Und nur weil von vorne so ein blöder Autofahrer kam. Ach, hier waren wir doch schon mal. Unsere erste Fahrt ging auch nach Köln. Wenn man hier die verschiedenen Anzeigen durchgehen. Ja, das war's dann wohl. F7, Abschleppdienst rufen. So, 1400 Ocken, das ist ganz gut. Gucken wir doch mal, was die anderen so verzapfen, ne? Forum Manager. 226 am Tag. Okay, Boris macht immer ein bisschen Profit. Ich mach zwar den meisten, aber naja, was soll's. So, schön. Und wo bin ich jetzt? Wie sieht's denn um den Kredit aus? In der Werkstatt bin ich jetzt. Und jetzt kann ich hier einmal reparieren lassen. Ach, schade, du ich hätte jetzt gedacht, ich hätte das einmal geschafft, wenigstens unfallfrei zu fahren. Wenn ich was anmerken darf. Ich muss 8.676 Euro am Tag bezahlen. Wo bin ich denn jetzt? Aktuell 6.800. Gut, Auftragsangebot. Nehmen wir doch mal Frachtmarkt. Wir sind in Köln. Nach Luxemburg. Na, das sieht doch gut aus. In Luxemburg waren wir noch nicht. Bringt doch relativ viel Kohle. Fahrten sind relativ gleich. Also nehmen wir jetzt 21 Tonnen Erbsen oder ein Digger 1000? Was zur Hölle ist ein Digger 1000? Ein Bagger. Ah, okay. So, wo hole ich jetzt mein Ding ab? In Osnabrück? Warte mal, wie viel Zeit habe ich denn noch hier, um das abzuliefern? Dafür habe ich noch 4 Stunden Zeit. Zellplan. Eine fiktive Firma, ich will jetzt mal gucken. Steht zwar jetzt Osnabrück, ist da auch wirklich Osnabrück hinter. Rums. Rums Benzin? Nein, ich versuche gerade den Anhänger anzukoppeln. Ich bin scheinbar nicht richtig dran. Dann gab's da mal in einem Spiel einen LKW, der Benzin transportierte, der hieß Rums. Rums Benzin. Okay. War sehr schön. Ich lenke beim Rückwärtsfahren grundsätzlich in die falsche Richtung. Also jetzt fahre ich schon wieder aus Osnabrück raus, das kann's auch nicht sein. Wach. Kann ich hier irgendwo wenden? So. Ah, da vorne vielleicht. Oder ich biege da ab. Kann ich hier wenden? Wird auch ein schwieriges Unterfangen. Ah, das lasse ich, glaube ich, lieber sein. Autsch. So, jetzt hier wieder ein Stück. So und... zurück.
Oder kriege ich das gebacken mit dem Wenden? Da steht ja ein LKW. Na, warum toll, kann ich das Ding nicht ankoppeln? Man packt mich zu. Moment. Bin ich überhaupt richtig beim Richtigen? Hoffen wir es mal. Ich kann das Ding nicht ankoppeln. Ja, fahren wir mal vom Gelände runter. Ganz vorsichtig und sachte schieben wir hier den Audi zur Seite, damit wir hier, schalten wir mal in die Außenansicht. Ich bin auch ein Spezialist. Ganz vorsichtig rumkommen können. Ich bin so ein dermaßen noch Spezi. Ohne Scheiß. Und der Audi verhakt sich nicht. Von Köln nach Dortmund wäre natürlich auch eine Idee. Ist nicht ganz so... Ja, Köln-Dortmund. Ich habe versucht, das Ding anzukoppeln, hatte die Mission aber noch gar nicht ausgewählt. Auch gut, oder? Also das ist wirklich Spezialisten. Oh Mann, ey. Mann. So, jetzt sitzen wir wieder drin. Moment, wo saßt du denn vorher? Wir haben einen schönen Stau erzeugt, dadurch, dass wir hier jetzt alles weggeschoben haben. Und nur 3% Schaden an der Fracht. Dann geht's ja noch. Mein Problem war, ich wollte auf offener Strecke wenden und dann kam von hinten ein LKW, von der Seite ein Bus und von den anderen Seiten kamen Autos. Und die stellten sich so um mich herum, dass ich nicht mehr fahren konnte. Also habe ich ganz, ganz vorsichtig den Audi A8 oder was weiß ich was das war, weggeschoben. Jetzt ist er ein bisschen Schrott. Aber ich musste nichts wegen Unfall oder so bezahlen. Ja. Oh Mann. Also hier sind die Windmühlen vom Piesberg. Jetzt erklär doch mal, was der Piesberg ist. Wissen ja sicher auch nicht alle. Piesberg ist ein Berg bei uns in der Nähe hier. Eigentlich ist es kein richtiger Berg, das ist eine Mülldeponie. Aber doch, es ist ein Berg, es ist ein Steinbruch gewesen früher. Richtig. Muss es auch richtig sagen, ne? Ampel ist rot. Ampeloni. Kannst euch gerne umschalten. Jetzt geht's nach Dortmund. Mal gucken, ob wir den Signal Iduna Park erspähen können. Also ich fahre gerade durch den Hafen und ich sehe das Iduna-Hochhaus. Okay. Und zeig mit dem Finger einmal drauf, dass es auch alle sehen. Genau, das ist da. Vor uns sehen wir den Dom und nein, hier kann ich nicht langfahren, das ist ja gemein. Da kann ich das alles sehen von Weitem, kann aber nicht dahin, das ist ja böse. Ja, das kann so sein. Vielleicht, ne? Geht das nur in der freien Fahrt oder irgendwie in der Vollversion vom Spiel. Nee, da haben wir auch Begrenzungen. Auch in der freien Fahrt? Ja, yep. Motorfehlfunktion. Streck. Ich krieg echt zu viel. Und ich kann mir eine Reparatur nicht leisten. Ist nicht drin zurzeit. Unfall verursacht. Och, lecko mio. Mann. Oh. Die können doch mal ein bisschen aufpassen, wo sie hinfahren. Dann fahren wir mal weiter hier. Wir fahren jetzt mit einem kaputten Motor. In 2 Kilometern sind wir auch wieder da, wo wir eigentlich hin wollten. 120 Kilometer sollten wir wohl schaffen, oder? 3 Stunden haben wir noch, 1 Minute brauchen wir noch. Ups. Das ist eine gute Idee, wo du mich gerade dran erinnerst. Ich habe noch 8 Stunden. Nee, ich habe noch 4 Stunden. Was? Unfall verursacht. 8 Stunden, ja, okay, das schaffen wir. So. Ey. Ich kann mich durchaus dran erinnern, an dieser Ampel bin ich vorhin weitergefahren. Ich krieg einen Rappel. Ich krieg hier heute echt zu viel. Ohne Spaß. Da zieht einer einfach rüber, ohne irgendwie zu blinken oder so. Also zieht einfach rüber, ne? Mocht nichts. Ich hab Vorfahrt. Ja, na doch. Gut. Fahren wir jetzt doch reparieren. Müssen wir ja leider. Geht nicht anders. Oh, das ist schon schlecht. Oh ja. Upsala.
haue ich mir gegen das Mikrofon. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Doch, hat man. Ein ganz lautes Boing. Ah, das ist gut. So, heizen wir hier mal fix lang. Wir auch die Ladung schnell wegkriegen. Ich habe gute Arbeit geleistet, trotz des Schadens, den ich gemacht habe. Das ist schön. Ich bin meistens tolerabel. Also ich habe jetzt über 10.000. Damit kriegst du 10% eines Autos. Also LKW eines Trucks. Kaufen. Einer kostet 100.000. Guck nach Volvo. Sind die günstigsten. Ja, Volvo in Luxemburg. Volvo in Osnabrück, du. Kann ich online kaufen? Ach nee. Den habe ich noch nicht gefunden. Ach so. Möchte ich nach Volvo-Händler Luxemburg fahren? Ja, da möchte ich hinfahren, du. Ist auch eine schöne Stadt mit vielen Brücken, wie ich hier schön im Ladescreen sehen kann. Oh Gott. Und jetzt kann ich mir hier Autos aussuchen. Gut, die Reparatur kostet 8.000, ich habe 6.000. Kann ich denn, wenn ich den Volvo gekauft habe, auch im Nachhinein tunen? Nein. Ob ich dann trotzdem noch die gemieteten Fahrten annehmen kann, sozusagen? Mit deinem Truck. Wagen. Mit deinem Truck. Ah, shit. Das ist ja doof, dafür kriege ich die freie Fahrt. Aber die sind sowieso alle unbezahlbar hier. In Luxemburg. Muss einen Kredit aufnehmen. Habe ich hochgemacht. So, jetzt ist er zumindest halbwegs fit. Ah, das ist ja schon heftig hier, was du hier kriegst. Für 100.000 gibt's einen Volvo. Den habe ich mir jetzt zweimal gekauft. Nein, ich schenke dir keinen. Oh, schade. Kann man die hier personalisieren? Nee, dazu müsst ihr erst den Kredit aufnehmen. Das weiß ich noch gar nicht, wie das geht. Du müsstest ein Briefchen von meiner Bank kriegen. Da dann einfach draufklicken. Die benötigen Geldmittel, wir können helfen. Richtig. Suchen Sie Ihre örtliche Bankfiliale. 10.000 Euro, 50.000 Euro, 100.000 Euro. 2.800. Ein roter Golf, der einfach mitten auf der Straße stehen bleibt. Unbezahlbar. Na, nee, ich habe aber irgendwie noch keine Lust, mir einen eigenen Wagen zu kaufen, du. Ja, du bist faul, wa? Ja. Also, ich habe jetzt noch eine Fahrt gerade angenommen. Die werde ich jetzt auch auf jeden Fall noch beenden, ne? Gibt's was von Osnabrück nach Osnabrück? Nee, gibt's nicht, aber ich befinde mich ja sowieso nicht in Osnabrück, sondern in Luxemburg. Von Luxemburg nach Straßburg. Das klingt doch interessant. Vor allem relativ lang. Nein. Das ist gar nicht so lang. Straßburg. Puh, stimmt. Salzburg wäre doch ganz cool. Ja. Aber ich glaube, nach Salzburg kommst du doch nicht. So lange Fahrten gibt es, glaube ich, gar nicht. Athos habe ich jetzt hier. Wieder wie vorhin. Bitte was? So heißt der. Ah. Der Kollege hier. 3 Stunden brauche ich. Ich brauche 2. Mal gucken, wer schneller ist. Sie verlassen Köln. Wäre bereits unser zweiter oder gar dritter Aufenthalt hier. Also mal gucken, ne? Sehen uns sicher nochmal wieder. Einfach schön durch den Gegenverkehr durchbrettern. Stimmt, das wollte ich ja auch noch machen. Die Peace-Meet-Jungs besuchen in Köln, da. Ja. Und Gronkh ja und so. In der nächsten Woche auf der Gamescom. Wenn du sie siehst, ne? Denk dran. Bringt mir ein Autogramm mit. Soll ich das wirklich mal tun? Soll ich so fair sein? Ja, klar. Gute Frage, ob ich das mache. Wenn wirklich keine Hautfetzen von dir. Nein. Oh Gott. Ja, mal gucken, wenn ich sie treffe, das hoffe ich ja. Hoffen wir ja alle. Wer hofft es nicht? Die Peace-Meet-Jungs sind schon cool. Gucke ich persönlich auch noch. Einen der wenigen Let's Plays, die ich wirklich gucke. Aber ich denke mal, vielleicht, wenn die am Mittwoch da sind, da ist ja noch ein bisschen ruhiger. Ja, wir haben ihn überholt. So.
Wen hast du überholt? Ein Truck. Einen weißen DAF. Schön. Oh ja. Falsche Richtung. Ich blinke in die falsche Richtung. Ich blinke jetzt auch einfach mal. Ich will nicht, ich will nicht. Nein. Ich bin ins Gebüsch gefahren. Au. Oh Mann. Ja gut, aus einer kleinen Special-Runde, die irgendwie für eine halbe Stunde oder so angedacht war, wurde jetzt doch ein langes Projekt. Also werdet ihr ein paar Folgen damit sehen, bei mir zumindest. Ja gut. Ich denke mal, ich weiß noch nicht, wie ich das mache, ob ich das alles zusammenschneide oder ob ich da zwei Videos von mache. Du solltest da drei Videos draus machen. Wir sind jetzt schon bei 2 Stunden. Über so. 2 Stunden. In der Tat. Gut. Heizen wir hier mal lang, ne? Mit 90 Sachen. Sobald wir ein bisschen Kohle haben, können wir das Ding auch mal wieder aufmotzen. Aber wir werden gleich wahrscheinlich erstmal wieder Minus machen. Finde ich gar nicht schön. Muss ja erstmal nachgucken, wie ich hier die Fracht beschädigt habe. Oh, zum Glück gar nicht, du. Zu schade aber auch. Schade, schade, Schokolade. Mann, ist der Wagen leise. Lichthupe. Okay, da ist eine Ampel. Wow, Schild erwischt. Na, da kommt Freude auf. Oh ja. Boah, ich sollte auf meinen Monitor gucken und nicht in der Gegend herum. Ja, das Problem kenne ich. So, noch 65 Kilometer. Dann haben wir das auch abgeschlossen. Ich würde sagen, dann machen wir auch erstmal ein Päuschen. Was hältst du davon? Ach, lass mich doch eben hier noch zu Ende fahren. Okay, dann schiebe ich dir auch noch eine ganz kurze Rin. Eine kurze Fahrt. Ein paar Kilometer. Jo, ich hätte jetzt sonst so gedacht, ne? Fahre ich von Köln, flieg dahin, wow. Die Beatsmeet-Leute, besuch die und bring dir einen LKW voll Autogramme von da mit. Das ist doch cool, so ein 40-Tonner, da passen doch sicher 3 rein. Auf jeden Fall. 3? Ja. Zu viel? 2? Knapp werden. Da steht ein Bus, da wo ich tanken will. Jetzt habe ich ihn gerammt. Oh weil Mann. Ich nicht bremsen konnte. Apropos Bremsen. Hier ist eine schöne Kurve. Richtung A45. A45. Warum hängt da eigentlich mal A vor? A für Autobahn? Nein, das wird es nicht sein. Wahrscheinlich A für... Aua. Oder Autsch. Leitplanken sind überbewertet. Ohne Scheiß, ey. Die machen das nur noch gefährlicher. Ich fahre da ständig rein. Gucken wir mal. Straße ist schön frei. Können wir hier schön reinziehen. Und weiterfahren. Wo bin ich denn jetzt schon wie... Ich bin in 2 Stunden 30 Minuten in Straßburg. Ich bin in 45 Minuten in... Dortmund? Nein, das musste ich nicht nachgucken. Oh mein Gott. Och, das ist doch ein schlechter Scherz. Jetzt kam da noch ein Auto. Allmählich wird es hier wieder Abend. Ich mach mal schon mal die Außenbeleuchtung von meinem Bulli an. Von was? Oh nein, ich habe schon wieder die Ausfahrt verpasst. Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, ich bin gleich schon da. Ich bin ein Held. So, Hannover, Osnabrück, Dortmund. Let's go! Sind dann auch schon bald wieder da. Ich würde sagen, dann gucke ich nochmal eben in den Garagenmanager rein. Mal gucken, ob wir nicht noch einen guten Fahrer finden. Das sind natürlich abliefern, wie gesagt. Und ja, ne? Mal gucken.